Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Hurra, hurra, der Tag ist da. Ja. Das neue Add-on, Whisperings Workshop, erscheint genau heute, nämlich heute Abend. Und natürlich gibt es da nochmal ein Video, wir stimmen uns nochmal so ein bisschen ein, gehen nochmal einmal alles durch, was geht da jetzt raus, was geht da jetzt rein, gucken uns ein paar Artworks an, gucken uns die Decks an, die neue Spieler dann bekommen oder zurückkehrende Spieler, das sind ziemlich gute. Ja, also ein kleines buntes Potpourri an Dingen, die wir uns mal eben noch anschauen, bevor wir dann heute Abend natürlich live reinstarten. Insofern, bis gleich. Ja, schön, dass ihr da seid. Grüßt euch. Hype! Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal durch. Also, Whisperings Workshop heute Abend. Die Uhrzeit ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, ein größeres Rätsel als Rätsel Nummer 4 für den Kartenrücken. Ich denke aber, ich würde tatsächlich mittlerweile sagen, wahrscheinlich kommt die Erweiterung tatsächlich bei uns um 18 Uhr raus. Ja, normalerweise amerikanische Zeit, unsere Zeit immer 19 Uhr. Aber die in Amerika hatten ja schon Zeitumstellung und wir haben ja erst Zeitumstellung in ein, zwei Wochen. Das heißt, in Amerika ist es eine Stunde später. Bei denen kommt also, ne? Aber bei uns ist es ja noch nicht eine Stunde später. Das heißt, bei uns, wo Dinge normalerweise um 19 Uhr rauskommen, kommen wahrscheinlich um 18 Uhr raus. Ich tendiere also zu 18 Uhr. Das ist also meine Tendenz. Dann, dieses Event deutet darauf hin, endet in 8 Stunden 13 Minuten. In 8 Stunden 13 Minuten ist 18 Uhr. Also das passt. Von dem her, das Event deutet darauf hin, dass es 18 Uhr sein sollte. Und Harz Poffen, die Seite, sagt auch 18 Uhr CT. Insofern, also. Ich würde mal vorsichtig formulieren, dass die Erweiterung wahrscheinlich um 18 Uhr rauskommt schon. Wenn sie erst um 19 Uhr kommt, dann jagt mich nicht mit Fackeln und Trompeten, sondern dann ist es so, wenn es 19 Uhr ist, ist es 19 Uhr. Aber es könnte durchaus sein, dass die Erweiterung wahrscheinlich schon um 18 Uhr erscheint. So, haben wir dieses Mysterium erstmal schon mal beiseite gepackt. Ansonsten gehen wir einfach mal durch. Natürlich ist heute der letzte Tag, wo ihr vorbestellen könnt. Ihr seht es bei mir nicht mehr, denn ich habe ja schon alle beide Pakete erworben. Aber wenn ihr vorbestellen möchtet, dann tut es jetzt noch, wenn ihr dieses Video direkt seht oder so. Denn natürlich ist das dann vorbei. Ihr müsst natürlich auch nicht vorbestellen, wenn die Erweiterung rauskommt, ist ganz stark damit zu rechnen, dass wir sowas bekommen, also nicht markant, aber irgendwelche Bundles für 20 Euro, zwei Legendaries, 20 Packs. Also wenn ihr, sagen wir mal, vorbestellen, war euch zu teuer, aber ihr wollt so ein bisschen was investieren, ihr müsst stark davon ausgehen, dass wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber heute Abend direkt irgendwelche 20-Euro-Bundles im Shop sind, 20 Packs, zwei Legendaries, vielleicht wollt ihr sowas dann machen, das wäre dann quasi die Mini-Vorbestellung, sage ich mal, aber ja. Vorbestellen noch bis heute Abend, aber wenn die Erweiterung rauskommt, wahrscheinlich werden direkt ein, zwei ganz gute Bundles da sein für irgendwie 20 Euro, die man dann erwerben kann. Ansonsten ist hier, glaube ich, das ist ja nur der Shop, da müssen wir, glaube ich, nicht auf noch mehr eingehen, aber ja, vorbestellen müsst ihr dann schon machen, wenn ihr es wollt, heute noch. Wie gesagt, das Event endet, wie gerade schon gesagt, wenn ihr letzte Erfahrungspunkte grinden wollt, dann müsst ihr das noch schnell machen. Ansonsten gibt dieses Event schon einen Hinweis darauf, wann denn die Erweiterung wahrscheinlich rauskommt. Wie ihr seht, bin ich vorbereitet. Ich habe mir meine sechs Quests geholt. Wenn heute der Belohnungsweg rauskommt, der neue, dann habe ich hier direkt drei Quests und drei Weeklies und natürlich auch die Nosdormu-Quest. Ne? Logisch. Direkt Nosdormu in die neuen Decks jammen und dreimal ins Gesicht bekommen. Aber egal. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Der Belohnungsweg wird resettet. Also, ich bin Level 353, habe ich geschafft. Diesmal, ich bin ganz schön stolz darauf. Also, die letzten Male war ich so bei 280 oder maximal 300. Scheinbar haben wir diesmal ein bisschen mehr gespielt. Scheinbar haben wir diesmal ein bisschen mehr Spaß gehabt. Ich bin auch eigentlich ganz zufrieden mit den 4 Monaten gewesen. Aber ja, wir sind recht weit gekommen auf jeden Fall. Genau, aber der wird resettet und geht dann wieder vom Start los. Ich gehe mal gerade kurz einmal zurück. Dumm, dumm, schneide ich raus. Ja, wie ihr seht. Deswegen sage ich am Anfang, die Erfahrungspunkte zusammen macht schon Sinn. Ihr bekommt halt direkt die 10%. Also oben, ne, wenn ihr bezahlt, unten, wenn ihr kostenlos. Hier oben könnt ihr dann den neuen kaufen. Also oben rechts könnt ihr dann direkt, wenn es rauskommt, wahrscheinlich den neuen kaufen. Eventuell gibt es am Anfang wieder Probleme. Eventuell funktioniert irgendwas am Anfang wieder nicht die ersten 15 Minuten. Manchmal ist das so. Aber dann, wenn ihr das macht, bekommt ihr halt direkt die Diamant-Legendary auf Level 2, direkt die Normal-Legendary auf Level 1. Ihr bekommt den Erfahrungspunkte-Boost. Pack, Pack, Pack. Und hier halt direkt eine epische Karte auf Level 10. Auch epische Karten sind nicht schlecht. Epische Karte Level 10 ist nice. Und dann halt auf Level 20 dann das Legendary. Das ist so das Beste, sag ich mal, der Start, diese ganzen Packs und dann bis Level 20 das Legendary mitnehmen. Das hat man halt mit den 6 Quests ganz, ganz schnell geschafft. Und ist halt eine sehr nette Geschichte. Aber ja, das resettet halt auch.
heute Abend dann, wenn die Erweiterung rauskommt. Achievements würden normalerweise resetten. Also ihr seht ja, es gibt jetzt ja viel weniger Achievements. Also die neuen Achievements sind schon im Spiel drin, sind viel weniger, geben dafür ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Aber für Leute, die die Achievements normalerweise nicht alle erfüllt haben, ist es wahrscheinlich besser. Für Leute, die die Achievements alle gemacht haben, ist es schlechter. Denn insgesamt bekommt ihr weniger Erfahrungspunkte über Erfolge. Aber es sind weniger und sie sind großteils auch sehr, sehr leicht. Von dem her, wie gesagt, für Leute, die es eh nicht voll gemacht haben, wahrscheinlich besser. Für Leute, die sie alle gesammelt haben, ist es schlechter. Das ist keine Frage. Aber ein großer Vorteil ist, ihr seht, man sieht es ja hier, ich habe 50%. Ich hab gerade mal 50% der Erfolge gemacht vom Ödland. Aber guck mal, ich habe eigentlich jedes Mal 50%. Guck mal, es ist eigentlich immer gleich. Ich mache die halt nebenbei. Und nebenbei schaffe ich immer ziemlich genau 50% der Erfolge. Das ist ja tatsächlich witzig, dass das jedes Mal so aussieht. Aber die bleiben. Diesmal, normalerweise, ihr seht, Titanen gibt keine Erfahrungspunkte mehr. Also die Erfahrungspunkte haben sie weggenommen. Und Showdown im Ödland gibt jetzt halt noch welche. Normalerweise müssten die auch schon wechseln. Normalerweise wären die jetzt schon weg. Aber nein, die Erfahrungspunkte für die alten Erweiterungen bleiben. Also das ist die große Neuerung, was positiv ist. Ihr könnt weiterhin jetzt über die nächsten 1, 2, 3 Monate die Erfahrungspunkte der alten Erweiterung sammeln. Ich denke nicht, dass sie jetzt Titanen nochmal die Erweiterung... Das werden sie, glaube ich, nicht machen. Wäre cool. Glaube ich aber nicht. Aber diese Ödland-Erfolge geben weiterhin Erfahrungspunkte. Das ist eine sehr nette Geschichte. Wer alles sammelt, für den ist es ein bisschen schlechter. Wer nicht alles sammelt, für den, denke ich, ist es wesentlich besser mit den weniger. Und sie bleiben. Genau. Ansonsten natürlich in eure Sammlung, wenn ihr wolltet, konntet ihr jetzt schon das große Dusten machen. Also die heute Abend rotieren raus Versunkene Stadt, Natria und Arthas Pfad, die rotieren raus. Also die drei Erweiterungen, beziehungsweise Lichtkönig. Arthas Pfad gehört ja nur zum Lichtkönig. Also Lichtkönig, Latria und Versunkene Stadt, die Karten rotieren alle raus. Die sind heute Abend nicht mehr spielbar in Standard. Das heißt, wenn ihr wolltet, könntet ihr jetzt sagen, ich dachte schon mal alles hier, die Karte habe ich dreimal, weg damit. Die Karte habe ich dreimal, weg damit. Könntet ihr jetzt so durchgehen bei den Erweiterungen, auf jeden Fall wäre gar kein Problem. Bei dreimal könntet ihr es eh machen. Ihr könntet aber auch sagen, ey, die Karte spiele ich eh nicht. Werde ich auch im Wild niemals spielen, ich mache alles weg. Und wenn ihr sagt, ich spiele sowieso nur Standard, ich spiele kein Duels, Duels ist eh bald weg, ich spiele keine Arena, die Arena ist eh egal. Ich spiele kein Wild, wenn ihr sagt, ich spiele sowieso kein Wild und ich spiele nicht den Haken, den Twist-Modus, dann könnt ihr auch alles wegmachen. Also rein theoretisch könnt ihr Versunkene Stadt, Natria und Lichtkönig alles zu Staub machen. Aber Punkt Nummer A, wenn doch mal Karten genervt werden wegen Wild, macht es eventuell Sinn, die Karten zu behalten. Und Punkt Nummer B, wie gesagt, für Wild oder für Twist oder sowas oder für Dinge, die noch kommen, braucht ihr sie eventuell mal. Das müsst ihr halt wissen, müsst ihr mit eurem Gewissen ausmachen. Aber ab heute Abend sind die drei Erweiterungen raus. Lichtkönig, Natria, Stadt und ihr könntet sie zu das machen. Wurbelfitz Werkstatt kommt rein. Also ab heute Abend Wurbelfitz Werkstatt. Ihr seht, ich bin Pay to Win. Ich habe den Katakombenschläfer. Ab dann die Karten hier alle natürlich zu erwerben, beziehungsweise in den Packs dann drin. Ansonsten gibt es nicht groß zu sagen. Kartenkauer, Schlachtfeld, das braucht man alles groß nicht erwähnen. Wert ab dann 18 Uhr könnt ihr eure Packs aufmachen. Das seht ihr ja hier schon. Also ne, ab März verfügbar. Heute Abend geht es dann los. Ja, und das ist eigentlich auch, würde ich sagen, neues Keyword, Miniatur, brauche ich jetzt, wir haben alles besprochen zur Erweiterung, wenn ihr irgendwelche Infos zur Erweiterung haben wollt, guckt euch die letzten 85 Videos auf diesem YouTube-Kanal an, da brauche ich jetzt nicht nochmal auf alles eingehen. Ich wollte nochmal ganz süß, dachte ich, gucken wir uns, nee, das ist noch nicht süß, das ist noch knallharte Fakten. Wenn ihr neu einsteigt oder wenn ihr wiederkommt, wiederkommen heißt übrigens 90 Tage nicht gespielt. Jetzt kann es natürlich sein, dass irgendjemand von euch sagt, ihr habt 90 Tage nicht gespielt und ihr habt... Ist natürlich auch gefährlich, also wartet vielleicht länger als 90 Tage oder loggt euch wirklich nicht ein, ihr dürft euch halt auch nicht einloggen oder so. Aber wenn ihr 90 Tage laut dem Artikel hier, mehr kann ich euch auch nicht sagen, nicht gespielt habt, euch nicht eingeloggt habt, dann seid ihr Neueinsteiger, was ungefähr drei Viertel einer Erweiterung ist. Also ungefähr drei Viertel einer Erweiterung sind halt 90 Tage, logisch. Oder ihr seid halt komplett neuer Spieler und werdet Bronze 10. Also als komplett neuer Spieler müsst ihr Bronze 10 erreichen, dann bekommt ihr diese Decks, diese geschenkten Decks, also ein geschenktes Deck. Und wenn ihr wieder einsteigt, bekommt ihr es einfach durchs Einloggen. Und es gibt halt jetzt 6 neue Decks. Übrigens, Leute, wenn ihr wartet bitte, bis die Erweiterung da ist. Ich weiß nicht, ab wann es die gibt, aber wartet am besten, bis die Erweiterung da ist und live ist und loggt euch dann erst ein, weil jetzt könnte es halt sein, dass ihr die alten noch bekommt. Also wenn ihr euch jetzt direkt einloggt, morgens hier oder vormittags, eventuell bekommt ihr dann auch die alten. Das wäre natürlich sehr, sehr traurig. Also wartet mit Einloggen oder mit Bronze 10 erreichen. Auf jeden Fall, bis die neue Erweiterung da ist, denn dann kriegt ihr ja sicher diese neuen Decks. Die sind nämlich ziemlich gut. Es gibt zum einen Plagentodesritter, absolut großartiges Deck, alles drin, was man braucht. Natürlich kann man hier 2, 3 Karten dann ändern, und speziell mit der neuen Erweiterung vielleicht. Aber grundsätzlich gesehen ist das ein absolut Top-Deck. Hier ist Reska ist drin, Primus ist drin, die ganzen Plagenkarten sind drin, Helia natürlich, Yogg-Saron ist drin, was will man mehr?
Also absolut Top-Karten. Paladin ist ein Ursen-Paladin. Das ist jetzt nicht so ein, also absolut spielbar natürlich. Also wenn ihr Bock auf Hearthstone habt, könnte man dieses Deck absolut spielen. Aber insgesamt ist es jetzt kein so krasses Meta-Deck gewesen. Es ist aber schon ein nettes Mid-Range-Value-Deck, was natürlich den einen oder anderen Krieger oder so mal aus der Verzweiflung bringen kann, weil wenn das Deck halt eskaliert oder eine gute Curve hat, dann nervt es halt schon tierisch. Ist aber nicht ganz so gut wie der Todesritter. Dann haben wir Schurke. Schurke ist dann eher so Wishing, ist das Wishing Well? Ja, es ist ein Wishing Well Schurke. Das ist ein ziemliches RNG-Deck. Zum einen würde ich sagen, sehr, sehr schwierig zu spielen. Also gerade für Anfänger oder Wiedereinsteiger eventuell eher ein schwieriges Deck. Aber wenn ihr Fans von RNG seid, wenn ihr Schurkenfans seid, wenn ihr Rumgespacke mögt, könnte man das Deck nehmen. Aber wie gesagt, eher erstmal nicht so gut. Es ist wirklich kein wirkliches Meta-Deck und es ist sehr viel RNG und auch nicht so leicht zu spielen. Also insgesamt würde ich das auch nicht unbedingt empfehlen. Dann habt ihr einen Rhino-Schamanen. Ich wüsste jetzt nicht, was gegen Rhino-Schamane spricht. Rhino-Schamane ist ein sehr nices Deck, allrounded. Ihr habt natürlich Rhino, ihr habt Yogg-Saron, ihr bekommt Dr. Holiday. Also wenn ihr Schamane sehr mögt, wenn ihr vielleicht auch Rhino-Schamane spielen wollt nach der Erweiterung mit den 1, 2, 3 neuen Karten, wüsste ich jetzt auch nicht, warum man das Deck nicht. Es ist mit Sicherheit schwächer als Todesritter. Aber insgesamt ist das natürlich ein sehr, sehr nices, spaßiges Deck. Ein bisschen Controlly, ein bisschen Midrange. Tempo kann man aber auch machen. Also es ist ein sehr, sehr, sehr sweetes Deck, macht Spaß zu spielen. Warlock ist halt ein Aggro-Deck, also wenn ihr es eher aggressiv mögt, wäre jetzt Warlock, glaube ich, das Beste bisher. Also, ne, Sludge Warlock hat natürlich einige Nerfs bekommen. Nichtsdestotrotz ist Sludge Warlock immer noch kein schlechtes Deck und ich ist es auf jeden Fall das aggressivste hier in der Liste. Von dem her, wenn ihr Aggro-Fans seid, dann wäre Warlock nicht schlecht. Und Krieger, das ist wohl das klassischste Control-Deck. Hier habt ihr Odin und einen Control-Warrior. Also, wenn ihr es richtig, richtig klassisch Control mögt, dann der Krieger, richtig klassisch Aggro, der Warlock. Das beste Deck insgesamt, denke ich, der Todesritter und das ist auch so die Zusammenfassung, die hier steht. Das beste Deck insgesamt dürfte wohl der Todesritter sein. Aber natürlich, wenn ihr den Schamanen pickt, bekommt ihr Rhino. Rhino ist einer der besten Legendaries, die man natürlich in ganz vielen Decks spielen kann. Also ist alles, man muss wirklich sagen, man kann hier keinen Fehler machen. Das sind sechs wirklich grundsätzlich gute Decks, mit denen man Hearthstone spielen kann. Wie sich jetzt die Meta verändert, muss man gucken. Aber insgesamt sind das sechs gute Decks. Und wie gesagt, jetzt kommt es drauf an: Aggro, Control. Insgesamt würde ich persönlich empfehlen, weil es ist sowohl ein bisschen Aggro drin, es ist sowohl sehr aggro-ich, tempolastig. Hat aber auch Control-Aspekte, es ist ein spaßiges Deck, es hat RNG, aber es hat nicht zu viel RNG eigentlich. Also insgesamt sehr guter Balance-Mix aus allem, Plagen-Todesritter. Und es ist auch, ihr seht ja hier, wie viel das Deck kostet. Theoretisch könnte man ja auch sagen, okay, ich nehme das Deck, was am meisten kostet, weil das Deck, was am meisten kostet, kann man natürlich auch am meisten zu Staub verwandeln hinterher. Von dem her 9000, 6000, 10.000. Ja, also ihr seht, dass Krieger oder. Das Krieger- oder Schurkendeck haben den besten Dust-Wert, aber selbst da der Todesritter mit 9400 auch nicht ganz so schlecht. 6000 ist schon wesentlich weniger, 6000 zu 10.000, da verschwendet ihr irgendwie 4000 Dust, das ist eigentlich schon ein bisschen doof, aber selbst da ist der Todesritter mit 9000 Dust ziemlich gut dabei. Also insofern insgesamt alles zusammengenommen würde ich zum Todesritter raten. Bronze 10 erreichen als neuer Spieler, 90 Tage nicht gespielt, wieder einloggen als zurückkehrender Spieler und am besten natürlich erst, wenn die neue Erweiterung da ist. Übrigens, ihr leiht euch erst ein Deck, ne? So, wenn ich gucke nochmal gerade kurz. Okay, nein, ich glaube, ihr bekommt sie tatsächlich alle. Ich glaube, ihr bekommt sie, glaube ich, alle. Und nach 7 Tagen, also ihr müsst auf jeden Fall euch nach 7 Tagen entscheiden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr eins leihen dürft oder ob ihr alle spielen könnt. Aber ihr bekommt sie grundsätzlich erstmal. Dann ist es eine 7-Tage-Leihgeschichte. Und nach 7 Tagen müsst ihr euch dann entscheiden, welches Deck ihr behalten wollt. Wenn ihr sie wirklich alle spielen könnt, ist natürlich super. Weil dann könnt ihr ja natürlich alle mal testen. Wenn ihr sie nicht alle spielen könnt, okay. Aber grundsätzlich gesehen, ihr bekommt sie irgendwie geliehen und nach 7 Tagen müsst ihr dann sagen, okay, das und das will ich. So, und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen was Süßes an, nämlich ein paar Artworks. Haben wir, ne? Das sind die Diamantkarten. Sehr hübsch gemacht. Ich meine, Diamant mögen einige nicht, einige mögen es sehr. Das ist natürlich jetzt die Frage. Aber wenn man Diamantkarten mag, dann sind sie schon ganz cool. King Crush, der hier irgend so einen Zug frisst. Inventor Boom, der da das Ding zusammenballert und einen Elektroschock bekommt. Olonius ist ganz süß. Geppetto, whatever. Ja, insgesamt coole Diamantkarten, wenn man es mag. Wenn man es nicht mag, okay. Dass man keine mehr bekommt für alle Legendary, alle Karten bekommen, ist natürlich schade. Also, sie werden wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Hier, Obtain from Shop, Obtain from Shop, Obtain from Shop. Macht schon mal eure Kreditkarte offen. Ich rechne damit 50 Euro. Aber man muss sie ja auch nicht kaufen. Markante Karten, ich war kein Riesenfan davon. Wenn ich sie jetzt hier so sehe, finde ich sie besser. Aber nein, es sind immer noch nicht so geile Karten. Also, Aviana ist cool, Aviana gefällt mir richtig gut. Der Watercolor-Artist gefällt mir richtig gut. Der Hund ist natürlich völlig in Ordnung. Hagata gefällt mir richtig gut. Nemsi gefällt mir, also Nemsi gefällt mir zumindest wesentlich besser als die normale Nemsi. Das ist jetzt, könnt ihr rausmachen, was ihr wollt. Und hier unten die, also die sind schon okay. Es sind absolut Tutti-Artworks.
Aber teilweise halt nicht wirklich vom Artwork besser als das normale Artwork. Das normale Artwork gefällt mir meistens besser. Von dem her bin ich dahingehend dann nicht enttäuscht. Aber ja, ein paar davon gefällt mir, zwei, drei, vier gefallen mir richtig gut, aber der Rest ist einfach nur in Ordnung oder ziemlich gut. Nichts, was mich jetzt völlig aus dem Socken haut. Lustigerweise habe ich das hier gar nicht gesehen. Das kennt vielleicht, also diese Rumble-Karten im Kernset, die bekommen auch ein markantes Artwork. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Also der Footman hier oder der Grunt. Also im Vergleich zu den normalen Karten gefallen mir diese markanten Karten richtig gut. Das sind richtige Upgrades für mich. Da ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, Obtained from Shop. Weil das ganz normale Kernset-Karten sind, die jetzt nicht zu krass sind und auch nicht, also die sind jetzt, ist halt die Frage, was kosten die? Also wenn die alle zusammen in einem Bundle drin sind, für 20 Euro mit von mir aus noch 5 Packs, dann würde ich sagen, ja, okay. Aber wenn man selbst für diese Kernset-Karten hier, die wahrscheinlich auch nicht so mega wahnsinnig stark sind, wenn man für die selbst 50 Euro zahlen muss, ja, mein Gott, dann wird es wohl auch nichts werden. Aber wenn das hier einigermaßen gut ist, dann würde ich vielleicht sagen, gebe ich den Zwanni aus und hole mir diese coolen Artworks. Weil das würde mir schon mehr Freude machen, diese Karten dann zu spielen. Dann gibt es noch ein paar Kartenrücken. Auch da finde ich ein paar Highlights dabei. Auch hier, die beiden sind im Shop. Wahrscheinlich irgendwelche Bundles oder beziehungsweise halt Belohnungsweg. Der hier ist auch ganz cool. Aber das ist mein Highlight hier. Das hier ist mein absolutes Highlight. Der komische Schlangenrücken hier. Der ist übrigens einfach nur 5 Games im Mai. Also im Mai 5 Games gewinnen. Also kriegen wir alle quasi. Aber ja, der gefällt mir richtig gut. Hier dieser Hearthstone-Kartenrücken mit dem Schlangengehäuse. Schlange. Schnecke. Es ist eine Schnecke. Leute, ich bin in Biologie nicht der absolut Beste, ne? Aber das ist schon eine Schnecke und keine Schlange. Also, sehr cooles Adler. Das gefällt mir richtig gut. Ja, im Mai dann. Und hier sind nochmal die beiden Münzen zu sehen. Ja, fand ich ja schon vorher nicht so wahnsinnig geil. Ich meine, mit Leuchten, also in Golden mit Leuchten, sieht diese hier ganz cool aus, weil sie so diese Regenbogenfarben hat. Das muss man ihr schon noch geben. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt nochmal genug gequatscht. Jetzt freuen wir uns und gehen davon aus, dass um. Hier, übrigens, hier, Leute, hier nochmal kurz. Hier steht, das war das, eine Hartpoffen. Should go live. Hier steht auch mal Should go live. 18 CET. Also auch da hier nochmal 18 CET, ne? Gehen wir jetzt mal davon aus. Also, wir freuen uns auf die Erweiterung. Wir sehen uns dann natürlich auf Twitch live zum Pack-Opening. Und dann in den nächsten Tagen hier auf YouTube. Also wir werden auf YouTube hoffentlich, Punkt Nummer 1, natürlich quatschen. Also wir werden einfach über die Meta quatschen. Und ich versuche natürlich auch, oder werde weiter jetzt mein Gameplay aufnehmen und natürlich dann hoffentlich auch das ein oder andere Gameplay-Video aus den ersten Tagen hochladen. Also sowohl Gameplay-Videos aus den ersten Tagen als auch Quatschen über die Meta. Beides sollte hier geplant sein auf YouTube. Von dem her hoffe ich, dass wir uns hier zahlreich sehen. Lasst ein Abo da, wenn ihr das sehen möchtet. Wenn euch das hier gefällt, würde mich sehr, sehr freuen. Macht ihr mich ganz glücklich mit. Bleibt gesund, bleibt friedlich. Und bis bald. Tschüssi.